Ich glaube, wir nehmen alle eine Menge mit und Professor Dr. Harald Gruber ist schon aufgestanden und schon auf dem Weg zu mir. Er ist kein Arzt, sondern Professor für Kunsttherapie. Und er hat in Medizinwissenschaft promoviert. Und jetzt frage ich Sie das nochmal, was ich bei unserem netten Vorgespräch schon gefragt habe. Was ist Medizinwissenschaft? Was macht man da? Was lernt man da? Ja, Medizinwissenschaftler sind Menschen, die ein Fach studiert haben, was nicht die Medizin sein muss. Es können Biologen sein, können Chemiker sein, aber eben auch Kunsttherapeuten sein, die sich ein medizinisches Thema ausgesucht haben und das wissenschaftlich bearbeitet haben. Das sind Medizinwissenschaftler, also der Doktor Rea Medic. Genau, ja, genau. Das habe ich gelesen und da musste ich aber erst mal googeln, aber das ist ja auf Dauer keine Lösung zu googeln, wenn man kompetente Menschen neben sich stehen hat. Ihre Doktorarbeit ging über die Bilder, haben Sie mir erzählt, über die Bilder, die Krebspatienten und Patientinnen gemalt haben. Ja. Was kam da raus? Es hat uns interessiert, inwieweit, und das ist die erste zentrale Frage, wir als KunsttherapeutInnen sozusagen immer nur persönlich etwas sehen. Ich werde gleich ein bisschen über Wahrnehmung auch sprechen und Wahrnehmung ist was Hochindividuelles, das heißt subjektiv. Und uns hat die Frage interessiert, geht das, wenn wir einen bestimmten Fragenkatalog haben, unsere Wahrnehmung so weit zu objektivieren, dass es nicht nur subjektiv ist, das, was wir sehen, sondern vergleichbar beschreibbar. Es war die erste Frage, die konnten wir mit Ja beantworten. Ja. Die zweite Frage war viel komplexer und zwar haben wir onkologische PatientInnen und deren Bilder verglichen mit einer anderen chronisch-körperlichen Erkrankung, haben gefragt, machen die was anderes, wenn die nur, in Anführungsstrichen, nur eine körperliche Erkrankung haben. Und da kam heraus, dass man das statistisch nicht unterscheiden kann. Also man kann in Bildern rein statistisch gesehen keinen Unterschied finden, außer, und darüber werde ich heute auch ein bisschen sprechen, wenn Menschen sehr weit fortgeschritten in ihrer Erkrankung sind, gehen sie immer weiter zurück in ihrer Gestaltungsaktivität. Es taucht immer weniger Form auf, es wird alles immer offener und freier. Und das haben wir tatsächlich finden können. Aber es ist nur ein Aspekt sozusagen. Und ist es ein gutes Zeichen für den Gemütszustand eines Menschen? Oder kann man es gar nicht so sagen? Also würde ich gerne bei Frau Jenschke anknüpfen. Letztlich kommt es auf den Menschen an. Es kommt auf dessen Situation, auf dessen Erleben, auf dessen Biografie an. Und das ist ja die Frage von Verstehen. Also was verstehen wir denn eigentlich von dem, was uns da begegnet? Und das Verstehen ist ja auch wieder eine hochkomplexe Geschichte. Es hat ja viel mit mir zu tun. Und wie wende ich mich einem Menschen zu? Mit welcher Empathie, mit welcher Offenheit? Und das letztlich erst ergibt die Möglichkeit, auch Kontakt zu finden. Also von daher, ich bin eigentlich froh, dass wir nicht so viel gefunden haben, weil es letztlich eine Aufforderung ist, immer wieder genau und neu hinzuschauen, zu sagen, wir können nicht standardisieren, wir wissen es nie im Vorfeld, sondern es ist immer eine Aufgabe, gut hinzuschauen, gut wahrzunehmen und damit letztlich versuchen, Kontakt zu finden. Was ich mir von der Kunsttherapie erhoffen würde, wäre, dass ich ein bisschen aus dem Schwarz-Weiß-Denken rauskomme, mehr zu einem sowohl als auch. Ich weiß nicht, ob Sie das schaffen, aber wir hören Ihnen jetzt zu und ich glaube, Sie stellen auch Fragen ins Publikum und da unterstütze ich Sie. Ich gehe nämlich jetzt mit Mikrofon einfach rein und werde Ihnen das ab und zu unter die Nase halten und ich glaube, Ihre Fragen sind nicht so, dass man sie nicht beantworten kann. Ganz sicher nicht. Gut. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier hinzukommen. Ich freue mich sehr, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen, aus einem Fach kommend, was zwar einerseits, glaube ich, mittlerweile durchaus in einem gewissen Bewusstsein in der Gesellschaft angekommen ist, dass Menschen in existenziellen Lebenssituationen, vor allem auch Kinder, die noch nicht über sich in dem Sinne sprechen und erklären können, aber auch Menschen, die vielleicht gar nicht mehr sprechen wollen, Medienmittel brauchen, die ihnen angeboten werden, um, und ich sage es mal so ganz verkürzt an der Stelle, um sich auszudrücken. Also nicht erklären zu müssen, sondern erstmal ein Gestus, eine Farbe, eine Form, natürlich auch Musik, als ein Mittel verwenden, um sich, und da knüpfe ich wieder sehr, ich habe gerade zu Ihnen gesagt, war eine Steilvorlage, also wirklich vielen Dank für Ihren Vortrag auch. Also wie nehmen wir einen Menschen eigentlich wahr? Was kriegen wir denn überhaupt mit von dem, was mir da begegnet? Und es hat, haben Sie, Frau Giel, auch gesagt, immer natürlich was mit Zeit zu tun, also sich Zeit zu nehmen für etwas. Und ich glaube, das an der Stelle auch so sagen zu dürfen, es ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. Ich spreche jetzt nicht von der ökonomischen. Es ist eine gesellschaftliche Frage, für was nehmen wir uns Zeit? Wo wollen wir hinschauen? Was ist uns wichtig? Und das sind letztlich Entscheidungen, die müssen wir miteinander fällen. Das sind politische Entscheidungen auf der einen Seite, aber natürlich auch eine Abstimmung mit den Füßen, indem wir uns zeigen, Sie als vor Ort Tätige, von dem, was brauchen Sie, um eine wirklich gute Arbeit machen zu können, für das, was diese Menschen eben an diesem Ort, an ihrem letzten Ort vielleicht,
auch als Unterstützung brauchen. Und das ist, glaube ich, für uns alle eine Herausforderung. Und insofern freue ich mich jetzt, als ein Vertreter eines Faches sprechen zu dürfen, was eben oftmals nicht so sehr im Vordergrund steht. Aber ich glaube, wenn es erlebbar wird, was die Kunst kann, wird es auch sehr spürbar für die Institution und natürlich im Besonderen für die Menschen, was sich dadurch für Möglichkeiten ergeben. Ich werde Sie ein bisschen herausfordern heute, weil ich werde über den großen Zusammenhang von Kunst und Gesundheit erstmal sprechen. Gibt es das überhaupt? Ist das beschreibbar oder denken wir uns das nur aus? Und ich werde von der Kunsttherapie in der Palliativ- und Hospizversorgung sprechen, auch anhand eines Fallbeispiels und versuchen in der Zeit, Sie werden mich bremsen, Frau Giel, auch wenn es zu lange dauert, einen Bogen zu schlagen, der das so einen Verstehensraum zumindest versucht, ihn anzubieten, womit haben wir es da zu tun. Mein Headset ist ein bisschen widerspenstig, also ich muss es mal wieder festklemmen. Ja, und ich fange mit einem Beispiel aus der Kunst an. Und das war eben das, was Frau Giel eben vorhin auch sagte, weil ich gerne möchte, dass wir zumindest einen kurzen Moment miteinander hinschauen. Das ist ein Beispiel 500 vor Christus, also es liegt lange zurück. Es ist der Wagenlenker von Delphi, eine der ganz wenigen Bronzeskulpturen, die wir aus der Kunstgeschichte aus der Zeit eben kennen, also 2500 Jahre zurück. Und ich glaube, es lohnt sich, einen Moment hinzuschauen auf diese große, 1,80 Meter hohe Figur, aus 7 Teilen dann wieder zusammengesetzt. Der linke Arm fehlt, der rechte ist noch da. Wagenlenker heißt, da war ein ganzes Gespann von Pferden vor ihm. Man nimmt an, 4 Pferde. Und worum es mir jetzt geht, und es passt wieder, schauen Sie mal die Haltung an, mit der dieser Wagenlenker da steht. So ganz statuarisch, fast wie eine Säule, das ist eine bestimmte Kleidung in der damaligen Zeit, so wie man sie eben getragen hat. Und Sie merken, also im Körper selbst, es ist ja ganz gerade und oben ist es sehr beweglich über die Schultern, auch im Brustbereich. Es ist ganz beweglich ausgestaltet. Und jetzt gehen Sie mal mit Ihrem Blick bis zum Arm und zur Hand nach vorne. Und da wäre meine Frage, fällt Ihnen da etwas auf? An dieser Hand. Und stellen Sie sich vor, dieser Wagenlenker hat 4 Pferde vor sich, die er zu lenken hat. Fällt Ihnen was auf? Wie hält er diese 4 Pferde? Bitte? Lässig? Ja, ich glaube, das ist ein ganz schöner Begriff. Wenn man genau hinschaut, kann man da oben sehen, hier, der Daumen ist nicht geschlossen. Der Daumen ist offen. Und ich weiß nicht, wer vor Ihnen reitet, ich tue es nicht. Aber ich kann es mir trotzdem gut vorstellen, dass man Pferde nicht so hält, sondern Pferde muss man führen. Und die Pferde spüren, dass sie geführt werden, ohne dass sie ziehen, sondern indem sie da sind, indem sie sehr präsent sind, sehr wach sind, sehr in der Wahrnehmung sind, ohne viel tun zu müssen, ist klar, worum es geht, wer da der Lenker ist und wer nicht. Und für mich ist dieses Symbol der Griechen passt natürlich auch zur griechischen Kultur des Menschseins. Was sind wir denn eigentlich? Oder mit was beschäftigen wir uns denn? Und da haben die Griechen, finde ich, ich war jetzt länger in Griechenland auch gewesen, deswegen ist vielleicht so eine kleine Begeisterung auch zu spüren, da haben die uns verschiedene Bilder sozusagen gegeben, wo ich glaube, es lohnt sich, sich daran zu orientieren, dass wir Dinge eben nicht festhalten können, wenn wir in eine bestimmte Richtung wollen, sondern dass es spürbar werden wird, dass wir innerlich Vertrauen haben dafür, dass das in dem Falle die Pferde das Gegenüber spüren, dass wir mit ihnen zu tun haben. Und das muss ich dann nicht schreien und das muss ich auch nicht halten, sondern es ist spürbar. Und das würde ich gerne als Einstieg nehmen sozusagen in die Begegnung auch mit Ihnen. Ich zeige Ihnen gleich ein ganz modernes Werk, weil letztlich ist schon die sehr zentrale Frage, natürlich auch aus meiner Profession herauskommend, warum brauchen wir eigentlich Kunst? Ist es nur was für die Museen? Ist es was für die, die es sich leisten können? Für wen ist das denn überhaupt? Warum haben wir das angefangen, circa 50.000 vor Christus, so viel wissen wir heute? Haben Menschen angefangen, ohne jede Erziehung, ohne Erziehung im pädagogischen, im Schulsinne, meine ich, Kunst zu machen, künstlerisch sich auszudrücken, zu symbolisieren, etwas zu zeigen. Die These dahinter ist,
können wir nicht belegen, gibt es kein Schrifttum, 50.000 vor Christus, weil es ein Bedürfnis war. Ein Bedürfnis war, etwas vom Erleben zu zeigen, kennen Sie alle, wie die Höhlenmalereien und dergleichen. Und vor allem dann, das ist eine neue Theorie, wir zeigen immer dann etwas, wenn wir viele werden. Viele, weil dann wir nicht mit allen kommunizieren können. Also Kunst teilt sich mit, auch wenn man nicht dabei war in dem, wo es entstanden ist. Das heißt, wir teilen uns mit. Und der andere Aspekt, der mir sehr gefällt, das habe ich kürzlich gelesen, weiß nicht mehr wo, ist, die Kunst ist eine Möglichkeit, uns selbst zu vergewissern. Im Gegenüber, in unserer Wahrnehmung, was gefällt mir nicht, das kennen Sie auch alle. Musikstücke, die Sie heute hören können und morgen stören Sie wahnsinnig, Sie können es nicht hören, es ist furchtbar. Oder Ihre Kinder die Musik, wie kann man das nur hören? Für Ihre Kinder ist es aber super, die wollen genau das hören. Das heißt, es ist eine Art von Selbstvergewisserung auf einer Empfindungs-, auf einer Erlebensebene, wo wir eben eine Art Spiegel brauchen oder eine Art Spiegel suchen und den bietet uns die Kunst an. Und das würde ich gerne sozusagen zum Einstieg als Bild verwenden. Aber ich strapaziere Sie nochmal. Und zwar habe ich ein modernes Bild mitgebracht. Es hängt übrigens im Museum Brandhorst in München. Das ist der große Zyklus von Cy Twombly im zweiten Stock. Twombly hat den Raum sogar noch extra mitgestaltet. Und das ist ein, finde ich, besonderes Bild, sehr groß. Ich glaube 2,10 Meter mal 1,70 Meter. Ein Zyklus von 12 Bildern, das ist genau die Mitte. Und meine Frage wäre jetzt, und vielleicht, Frau Giel, helfen Sie, was sehen Sie in diesem Bild oder was nehmen Sie wahr? Was fällt Ihnen auf? Und nochmal, es ist nicht falsch oder richtig, was Ihnen auffällt oder was Sie sehen, sondern Sie nehmen etwas wahr und darum geht es. Was nehme ich wahr, wenn ich mir dieses große Bild, und wenn Sie mal in München sind, für dich lohnt es sich, da hinzugehen und sich das anzuschauen, was sehen Sie in diesem Bild? Wer mag sagen, was er sieht? Wer traut sich? Herr Dr. Hanke, ich komme mal zu Ihnen und halte Ihnen das Mikrofon. Ich sehe Lichtpunkte, die ganz leicht vererdet sind in den Wurzeln, in denen sie ruhen auf dem Boden. Sagen Sie es noch mal ein bisschen lauter, ich habe es kaum verstanden. Ich sehe Lichtpunkte, die ganz leicht vererdet sind durch diese die zarten Fühler. Ja. Okay, da ist was oben und das ist was unten. Das ist eine Beziehung zwischen oben und unten. Ja. Da fließt etwas, könnte man vielleicht auch sagen. Ja. Ich komme. Ich sehe auf den Bildern Menschen, die ins Licht gehen und zerfließen so am Lebensende. Sie sehen körperliche Figuren sozusagen. Sind das die Menschen? Diese gelben Flecken in Anführungsstrichen? Okay. Wenn Sie das mal, letzte Frage, so rein emotional versuchen zu benennen, was Ihnen da, da ist noch eine Meldung hinter Ihnen links. Frau Giel? Ich hätte eben zusätzlich zu den Menschen noch gesagt, sie haben Sprechblasen, wo nichts drinsteht. Ja, das sind so, sag mal, leere Hüllen. Was keiner hört oder keiner hören soll oder sie können sich damit nicht verständigen. Ja, da ist was wie daneben, es ist leer, es ist nur eine Kontur, es ist nur eine Form. Ja, ja, der Zyklus heißt Lepanto, da steht es. Das war für Twombly, ist ein Künstler, ein amerikanischer Künstler, der lange in Italien gelebt hat oder fast ausschließlich am Ende, der sich sehr mit mythologischen, geschichtlichen Themen beschäftigt hat. Und dieser Zyklus handelt von der größten Seeschlacht im 16. Jahrhundert im Golf von Korinth. Da sind sich an einem Tag über 200.000 Soldaten auf Schiffen begegnen. Da haben mal wieder, muss man ja sagen, die Osmanen gegen die Christen gekämpft und haben versucht behaupten, wie stark sie sind in dieser Form. Und da sind in der Kürze der Zeit von 2 Stunden sind fast 40.000 Menschen gestorben. Und dieses Bild sozusagen, dieser Geschichte hat er in einen ganzen Zyklus gebracht und das ist eben die Mitte sozusagen, wo es um diese Seeschlacht geht und das sind wohl, das hat er selber nie so gesagt, die Schiffe sozusagen, die Hüllen, in denen die gesteckt haben, in ihren Booten. Und da kann man natürlich rein von der Farbigkeit, ich sag mal, viel Feuer und möglicherweise auch Blut und was auch immer alles, was man darin sehen will. Das, was mich an Twombly immer sehr begeistert, ist als Künstler nur eine kleine Geschichte aus seiner Geschichte. Er hat an den besten Colleges in Amerika studiert und dann am Ende von 2 Studiengängen hat er gesagt, und jetzt muss ich anfangen, alles zu verlernen, was ich studiert habe, damit ich endlich
das tun kann, was ich bin. Und er hat dann, finde ich, fantastische Arbeiten gemacht, die eher wie Zeichenübungen eigentlich aussehen, also völlig frei, völlig unkonventionell und sicherlich auch wie so ein Bild, kann man sagen, vielleicht kann das ja jeder einfach Farbe an die Wand schmeißen, dann läuft die da irgendwie runter und dann nennt man das Kunst oder so. Aber darum geht es natürlich gar nicht, sondern er hat selbst dazu gesagt, 2008, könnte ich schreiben, was meine Bilder sagen, bräuchte ich sie nicht zu malen. Auch wieder ein Bild, manchmal muss ich einen anderen Ausdruck finden für das, was mich beschäftigt. Und ihn hat eben diese Geschichte im 16. Jahrhundert beschäftigt, weil er sich gefragt hat, was ist da eigentlich los, dass Menschen in solche kriegerischen Situationen immer wieder ziehen. Und das möchte ich als einen weiteren Aspekt Ihnen für jetzt oder heute sozusagen anbieten. Bilder zeigen, wovon sie handeln. Sie sagen es uns nicht. Und die Frage ist, was sehen wir, was nehmen wir wahr, was kriegen wir denn überhaupt mit? Und das hat immer ganz viel natürlich mit uns zu tun, was sie uns zeigen. Und das kann man natürlich auch positiv, kritisch und wie auch immer sehen, aber erstmal geht es darum oder kann darum gehen. Der Gottfried Böhm ist einer der großen Bildwissenschaftler, hat lange in der Schweiz, in Basel gelehrt und er hat eine Arbeit geschrieben, die ich sehr eindrucksvoll finde, wie Bilder Sinn erzeugen, die Macht des Zeigens. Darin sagt er, Bilder funktionieren anders als Sätze und sind doch voller Sinn. Ihr Sagen ist kein wirkliches Sagen, sondern ein Zeigen. Bilder zeigen, wovon sie handeln. Menschen zeigen uns, wie es uns geht. Auch wieder ein Beispiel von Frau Jenschke gerade. Nehme ich was wahr von dem, wie sich der Mensch gerade befindet? Ist er angespannt? Kann er mir, will er mir überhaupt noch etwas sagen? Und dann bin ich auf das Zeigen angewiesen. Und die Kunst kann uns eben auch Dinge zeigen oder zu uns zumindest auffordern, anders oder neu hinzuschauen und uns letztlich darauf einlassen zu dem, was wir vielleicht nicht geplant haben, was nicht in unseren Tagesablauf passt, was uns in dem Moment herausfordert, in dem es eben, ich sag's mal anders, passiert. Und das hat viel mit Resonanz zu tun. Jetzt habe ich den Falschen, das ist er. Der Hartmut Rosa, ein Soziologe, ist Ihnen wahrscheinlich auch schon begegnet, der hat eine große Arbeit geschrieben zum Thema Resonanz. Und das finde ich an der Stelle auch sehr passend, weil Resonanz hier etwas ist, was man so leichthin sagen kann und trotzdem etwas von uns beschreibt, was eben wir als Menschen auch entwickeln können. Was wir als Schönheit erfahren, so meine These, Rosa, ist vielmehr zum Ausdruck gebrachte Möglichkeit einer resonanten Weltbeziehung, die Möglichkeit einer Art des in der Weltseins, in der das der Subjekt und der Welt einander antwortet. Also sind wir bereit, wirklich zu antworten, wirklich wahrzunehmen, in Resonanz zu sein mit dem, was uns gegenüber steht oder uns begegnet. Und er sagt, das ist Schönheit. Also Schönheit nicht in dem äußeren Sinne von, wir machen schöne Oberflächen, ich sage es mal so, wie in der Postmoderne, wir polieren alles und dann ist alles schön. Aber eigentlich sagt uns das nichts mehr. Es ist nämlich dahinter, ganz spannend, wenn Sie dranklopfen, ist es hohl. Also was begegnet mir denn eigentlich sozusagen und was ist mein ganz persönliches Schönheitserleben? Ästhetische Resonanz wird zu einem Experimentierfeld für die Anverwandlung unterschiedlicher Muster der Weltbeziehung. Wir nehmen die Welt in unseren Mustern wahr, in unseren Erziehungsmustern, in unseren Haltungsmustern, in unseren Expertenseinsmustern. Das heißt, wir haben ja alle im Prinzip eine bestimmte Art von Struktur in uns aufgebaut, die uns hilft, gerade hier zu sitzen. Die uns hilft zu sagen, ah ja, da ist ein Mensch und mit dem kommuniziere ich jetzt gerade. Das ist unser Muster von Weltbeziehung. Und die ästhetische Resonanz sozusagen als eine Möglichkeit, das als Experiment zu verstehen. Also darin offen zu sein, nachzuspüren zu dem, was begegnet mir da gerade in dem Moment, auch wenn ich Ähnliches gestern schon erlebt habe, Ähnliches erfahren, ah, jemand hat Schmerz, ah ja, dann braucht er offensichtlich ein Schmerzmittel. Aber was verstehe ich denn von dem Schmerz dieses Menschen in dem Moment? Und das hat mehr mit eben einem Resonanzgefühl zu tun,
was wir entwickeln können, wozu wir vielleicht bereit sind oder manchmal auch, vielleicht auch einfach manchmal nicht die Kraft haben dafür, weil es natürlich auch anstrengend sein kann, sich immer wieder neu einzulassen. Also die Resonanz als ein Grundphänomen dessen, wie wir in der Welt stehen, wie wir in unserem Muster der Weltbeziehung vielleicht manchmal auch, ich nenne es jetzt mal anhaften, vielleicht zu eng sind in dem, was wir wahrnehmen und die Möglichkeit im künstlerischen sich das als Experimentierfeld neu oder vielleicht auch gerade manchmal, dazu komme ich später auch, in unserer letzten Lebensphase neu aufmachen. Jetzt komme ich in die psychotherapeutische Ecke, also die künstlerischen Therapien sind eine Form der Psychotherapie und einer, der uns da sehr beschäftigt, ist der Donald Winnicott, ein Tiefenpsychologe, der sich schon sehr früh mit dem Thema Spiel beschäftigt hat. Was ist eigentlich das Spiel in uns Menschen? Warum spielen wir eigentlich? Also Kindern stellen wir das Spiel sozusagen selbstverständlich zur Verfügung, sagen natürlich haben die Räume und dürfen das tun und als Erwachsene, ich will jetzt nicht die Pädagogen kritisieren, wird uns das eher abtrainiert. Also wir verlernen im Prinzip zu spielen, weil es nicht mehr den Raum anbietet, in dem man einfach sein darf, sondern es hat dann mit Bewertung zu tun, es hat mit falsch oder richtig zu tun und so weiter. Das wäre jetzt ein eigenes Thema. Der Donald Winnicott sagt, im Spiel findet die Suche nach dem Selbst statt. Und zwar in dem oder gerade im Spielen und nur im Spielen. Also er spitzt es sehr zu, kann das Kind, und das ist natürlich wichtig, und der Erwachsene, der sich kreativ entfalten und seine ganze Persönlichkeit einsetzen kann, und nur in der kreativen Entfaltung kann das Individuum sich selbst entdecken. Also in dem Moment, wo ich ganz ich bin, Sie erinnern sich an Cy Twombly, wo ich nicht mehr das malen muss, was mir meine Lehrer vorgegeben haben, was ein gutes Bild ist, dann bin ich ich. Und das ist eben ein Phänomen, was wir den Kindern selbstverständlich zugestehen, dass wir sagen, ich glaube, es sagt kaum jemand zu einem Kind, das ist aber ein hässliches Bild, was du da gemalt hast. Da gebe ich dir jetzt eine 5. Hoffentlich. Später tun wir das erstaunlicherweise. Später sagen wir, es ist ein gutes und es ist ein schlechtes Bild. Ja, warum? Oder wir gestatten es uns selbst nicht mehr. Und das höre ich natürlich auch in der Praxis sehr viel. Und das werden Sie wahrscheinlich auch in Ihrer Praxis, in dem, wo Sie arbeiten, sind. Wenn Sie jemand anbieten, wollen Sie nicht mal was malen oder wollen Sie nicht Musik machen, dann kommt der Klassiker, das kann ich nicht. Das konnte ich in der Schule schon nicht. Mein Pferd sah aus wie eine Maus, meine Maus sah aus wie irgendwas. Und ich nehme an, dass der ein oder andere hier sitzt, der das kennt, auch von sich selber. Ich kann das nicht. Und dann kann man sich fragen, was ist das denn, was Sie da nicht können? Ist es der Vergleich zu irgendetwas? Der andere kann es besser? Oder was ist das eigentlich? Das heißt, wir sozusagen, wir vermeiden diesen Spielraum, den Winnicott eben anspricht, aus ganz unterschiedlichen Gründen und delegieren das. Wir gehen dann halt ins Konzert. Und hören jetzt Joanna Malwitz, habe ich mal gehört hier in Nürnberg. Sehr eindrucksvoll. Zu spüren, es geht noch um viel mehr als nur da sitzen, sondern ja, wie komme ich überhaupt in Kontakt zur Musik? Das heißt, was ist der Raum, den ich mir selber zur Verfügung stelle, der eben nicht was mit Leistung, mit Ergebnis, mit Bewertung, mit Ausstellung oder dergleichen zu tun hat? Das heißt, meine These an der Stelle ist, wir haben einen extrem verkürzten Kunstbegriff. Wir haben einen extrem verkürzten Kreativitätsbegriff, wo wir uns selbst beschneiden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. These. Können wir gerne drüber diskutieren. So, wie viel Zeit habe ich noch? Wie viel? Es ist 20 nach, aber ich habe noch ein bisschen, ne? Ja. Ich muss aufs Mittagessen achten. Gut, und auf... Okay, gut, also habe noch ein bisschen. Super wichtig und für uns eine absolute Steilvorlage. 2019, Bericht der WHO. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? Hat es natürlich nicht wegen uns gemacht, sondern weil die WHO selbst eine Gruppe von Menschen gesagt hat, wir haben doch so viel Kunst in der Welt an so verschiedenen Stellen und gibt es dafür eine Evidenz, dass das tatsächlich das Gesundheitserleben, das Wellbeing unterstützt. Und ich würde es natürlich jetzt nicht so groß ankündigen, wenn da nichts rausgekommen wäre. Also Sie können sich vorstellen, da ist was rausgekommen. Und zwar sind dahinter
900 wissenschaftliche Publikationen zum Thema Kunst und jetzt wichtig, nicht Kunsttherapie, sondern auch im Wesentlichen eigentlich erstmal Kunst, aber auch Kunsttherapie zur Frage von Kunst und Gesundheit. Dahinter liegen 3000 Studien, die sehr systematisch beschreiben, dass das, was wir künstlerisch, kulturell entwickelt hat, nicht ein nice to have ist. Das machen wir nicht, weil wir zu viel Zeit haben. Vielleicht manchmal auch, aber nicht nur, sondern weil wir uns darin als Gesellschaften selbst vergewissern, weil wir uns darin begegnen, weil wir zusammen, ich war vorletzte Woche im Benjamin Brittens einem Konzert, wahnsinnig eindrucksvoll und mit einem Freund zusammen und wir haben noch Tage später darüber gesprochen, weil da so viel Spannendes tatsächlich in diesem Requiem passiert ist und das kennen Sie doch auch. Sie begegnen sich sozusagen an verschiedenen Orten, wo sie sich austauschen. Auch die Kirche natürlich hat das lange, lange Zeit auf diese Art und Weise auch den Menschen Bilder vorgegeben, weil sie wussten, dass sie über die Bilder die Menschen ganz anders treffen können als nur über das Wort. Das heißt, wir haben da einen Schatz zur Verfügung, der einfach da ist, den wir selber geschaffen haben. Und die Frage ist, wie ernst nehmen wir ihn? Und jetzt ein paar Ergebnisse dazu. Förderung der Gesundheit zur Prävention einer Reihe von psychischen, aber auch physischen Erkrankungen, zur Behandlung oder Bewältigung akuter und chronischer Erkrankungen. Und der vorletzte Punkt, es ist kosteneffizient, weil es ist ja schon da. Das kriegen Sie mittlerweile wahrscheinlich mit, dass viele Museen jetzt demenzerkrankte Menschen ins Museum sozusagen auffordern zu kommen, weil man weiß, dass wenn man zusammen Bilder anschaut, plötzlich Erinnerungen auftauchen und die Menschen plötzlich ins Erzählen kommen darüber, was sie mal erlebt haben. Und dann kann man sagen, ja, was sehen die denn eigentlich von der Kunst? Naja, sich selber. Aber das ist doch da, das haben wir doch bereits. Das heißt, Kunst ist nicht etwas, was nur für die, die ist, die sich's leisten können, sondern wir müssen das öffnen für die Gesellschaft, die es ja sowieso schon bezahlt hat. Und kleines Nebenschauplatz Norwegen vor 3 Jahren bietet jetzt Kunst auf Rezept an. Da kann der Arzt 3 Museumsbesuche oder 3 Konzertbesuche verschreiben. Sagen, gehen Sie doch mal ins Konzert. Ja, ist das nicht wunderbar? Das zahlt die Krankenkasse. Das ist doch ein Auftrag. Das ist doch schon da. Warum nutzen wir das denn nicht? Also die WHO hat uns gezeigt, das macht Sinn und das ist richtig, dass wir das nutzen. Und natürlich viele andere Dinge wie Autismus, Schlaganfall zur Behandlung nicht übertragbarer Krankheiten, aber eben auch zur Betreuung der Menschen am Lebensende. Wir haben darüber Evidenz und wir müssen uns überhaupt nicht schämen, dass wir das vielleicht lange Zeit gar nicht so bewusst hatten, weil wir haben es einfach gemacht. Aber so wie das jetzt sich so zusammen hat fassen lassen, können wir sagen, es ist eben nicht, was ich heute Morgen sagte, die Blume im Knopfloch, die man sich dann auch noch leistet, weil man hat irgendwie noch Geld übrig, sondern, und da will ich natürlich jetzt auch mit Ihnen hinkommen, so zu dem Feld der Kunsttherapie schlechthin, sondern es ist manchmal unabdingbar, Menschen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die eben nicht rein kognitiv sind, die eben nicht erkennen lassen, was sozusagen die Frage in dem Menschen gerade ist, sondern die ihn begleiten auf einer anderen Ebene. Ja, Lukas Radbruch, mit dem ich in Bonn auch eng zusammenarbeite, hat 2016 gesagt, Palliativversorgung bejaht das Leben des Menschen und sieht das Sterben als normalen Prozess an. Sie will den Tod weder beschleunigen noch hinauszögern. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Eigentlich will es akzeptieren, was ist, was jetzt gerade ist und das tatsächlich auch mit den Menschen ernst zu nehmen. Oder, wie Cicely Saunders, Sie haben sie gerade auch zitiert, finde ich auch mal ein wunderbares Zitat. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Das heißt ja, in dem Moment jetzt in der Wahrnehmung zu sein, nicht zu sagen, was bedeutet das für übermorgen, sondern eben jetzt und hier. Und das, glaube ich, hat auch viel mit Würde zu tun, wenn man sich dem Jetzt sozusagen zuwendet. So, jetzt wird es ein bisschen trockener. Aber ich glaube auch wichtig, um letztlich nur nicht zu sagen, das hilft, sondern eben auch zu sagen, da haben wir viel untersucht. Im Oxford Textbook of Palliative Medicine wird eben auch die Indikation von Kunsttherapie schon so benannt. Es ist die Förderung von Kommunikation, darüber haben wir jetzt ein bisschen gesprochen. Also ich kommuniziere auf einer anderen Ebene. Sich zu zeigen ist ein Kommunikationsangebot. Ich muss es nicht verbalisieren, sondern ich kann mich zeigen.
Es ist der Ausdruck von Gefühlen. Erinnern sich an Twombly, eine Farbe von Rot, Orange, Gelb ist komplett anders als Blau, Violett, Grün. Darin verbinden wir unmittelbar ein Emotionserleben, das kann sehr unterschiedlich sein, aber wir bleiben in der Regel nicht unberührt davon. Und es geht natürlich nicht selten, das haben Sie auch gesagt, um spirituelles Ringen, also etwas, was nicht in dem Sinne verstehbar auf dieser Welt ist, sondern was mich vielleicht auf etwas hinweist, was danach kommt oder vielleicht auch davor war. Und es geht natürlich auch um Schmerzen, Schmerz erleben. Das ist ein total interessantes Phänomen, habe ich oft erlebt, wenn Menschen in einen Gestaltungsprozess kommen und nach 10 Minuten, Viertelstunde sagen, oh, jetzt war mein Schmerz, der war weg, jetzt ist er wieder da. Man nennt es Defokussieren. Also wir wenden unsere Aufmerksamkeit an eine ganz andere Stelle und plötzlich, und jetzt ist es wieder da. Und es geht um diese Momente im Prinzip, das sozusagen zu ermöglichen oder auch zu zeigen, dass das eben auch ein Teil von uns ist. Ja, und Sie sehen in den Jahreszahlen, es geht immer weiter runter. Natürlich geht es um das große Thema Fatigue, es geht um Coping-Ressourcen, es geht um Lebensqualität, es geht um psychosoziale Bedürfnisse, Schönheit als ästhetische Dimension, also was nehme ich eigentlich als schön für mich wahr? Und natürlich kann es auch, wie das letzte Beispiel, um Ablenkung von Schmerz gehen. Das heißt, alles das ist wissenschaftlich beschrieben, untersucht. Das sind häufig sehr kleine Studien. Ich war jetzt in der S3-Leitlinie für Psychoonkologie auch gewesen, die Arbeitsgruppe vertreten. Und das ist manchmal schon ernüchternd. Und das sage ich hier ganz öffentlich, wenn dann von den KollegInnen, das sind dann Ärzte und Psychotherapeuten und so weiter, die Aussage kommt, 80 Leute in einer Studie, zu klein. 70, 100, zu klein. 1000 wäre gut. Sammeln Sie mal 1000 Palliativpatienten zu so einer Frage für so eine Studie. Wie soll man das denn machen? Ja, es reicht aber nicht. Und da muss ich sagen, da werde ich dann persönlich auch manchmal, muss ich aufpassen. Weil das eine ist die Evidenz, die wir brauchen. Natürlich müssen wir eine Sicherheit haben dafür, für das, was wir tun. Es soll ja nicht einfach nur eine Gießkanne sein, wo keiner weiß, macht das überhaupt Sinn. Aber ich glaube, das, und das meinte ich ja am Anfang, wir brauchen eine gesellschaftliche Vereinbarung auch dafür, was ist uns eigentlich wichtig. Wir haben Museen bislang auch nicht untersucht, ob die überhaupt eine Wirkung haben oder nicht. Und bauen sie trotzdem in Dimensionen, wo man denkt, na, muss das sein? Und tun das. Das heißt, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, uns selbst gegenüber auch Dinge sozusagen zu betreiben, auch wenn wir uns noch nicht ganz sicher sind. Und das ist aber interprofessionell, finde ich, manchmal ein bisschen herausfordernd. Wir sind in der Leitlinie alles gut, aber es war dann auch nicht ganz lustig unterwegs. So, ich habe Ihnen jetzt eine Studie von 23 mitgebracht und auch da wieder, glaube ich, ist es ein sehr schöner Anknüpfungspunkt, weil es geht um the art of supporting identity. Also was ist eigentlich meine Identität in einer bestimmten Lebenssituation? Wer bin ich denn dann eigentlich? Bin ich noch der oder die Alte von damals, die man kennt? Oder als was werde ich denn überhaupt angesprochen? Bin ich nur noch der kranke Mensch, der ein Symptom hat und letztlich begleitet werden will? Und Dyer hat eben das systematisch untersucht mit ganz unterschiedlichen Studien, alle qualitativ, alle befragend, alle wirklich auch erzählend, wo es um die Frage geht, was ist das, was da als Identität, ich sag's mal so, übrig bleibt, wenn ich ans Lebensende gehe, wenn ich nicht mehr die bin oder die werden kann, die ich mal war. Es ist ja klar, ich kann nicht in die alte Identität zurück. Und sie hat eben herausgefunden, das beschreibe ich gleich noch ein bisschen mehr im Detail, es geht einerseits um Wiederherstellung von etwas, was ich eben immer noch bin, oder von Erhaltung von etwas, was mir eben wichtig ist, oder, und das ist, glaube ich, der herausforderndste Moment, um Transformation. Wer bin ich jetzt? Nicht mehr der oder die Alte, aber wer eigentlich? Bin ich nur noch Krankheit oder gibt es da noch was anderes? Und das fand ich sehr berührend, muss ich sagen, dass sie sich die Mühe gemacht hat, so weit zurückzuschauen in das, was man da eben finden kann. Und es geht eben jetzt ein paar Aspekte dazu. Es geht einerseits um Reparatur oder Wiederherstellung der ursprünglichen Identität vor der Erkrankung oder nach der Beeinträchtigung. Also sich dessen auch zu vergewissern, dass es das noch gibt, dass ich nicht nur krank bin, sondern eben auch ein Mensch bin mit einer Geschichte, die ich auch teilen kann, wie wir vorhin gehört haben. Oder eben es ermöglicht dem Patienten angesichts der Widrigkeit, Widerstandsfähigkeit zu finden,
indem sie neue Möglichkeiten und Anpassungsfähigkeit und Wachstum erlebt. Und ich habe das zu oft wahrgenommen, dass Menschen plötzlich etwas für sich entdecken, was auch in der Biografie vielleicht zurückgegangen war, gar nicht mehr spürbar war. Zum Beispiel auch gleich in einem Fallbeispiel dann noch meine Frau, die plötzlich entdeckt hat, ja eigentlich, das wieder zum Anfang, ich bin früher gerne geritten und warum habe ich das verloren in meinem Leben? Weil. Also etwas sozusagen wieder hervorzuholen, was eben zu mir gehört. Oder eben bietet den Menschen die Möglichkeit, an ihre Werte und ihre Identität zu verhandeln und Veränderungen vorzunehmen. Also wer sind wir in dem Moment und wie können wir das wieder rekonstruieren oder uns wieder neu anschauen? Das zweite war die Maintenance, eben die Erhaltung von, bewahren oder pflegen der ursprünglichen Identität, also darin auch angesprochen werden. Sie haben es vorhin gesagt, ja, ich habe doch einen Namen, ich bin nicht die Oma oder der Opa, sondern ich habe einen Namen, ich habe eine Geschichte und darin will ich auch gesehen werden als Mensch oder Kunstwerke zu erstellen, eben die nichts mit der Diagnose zu tun haben. Es gibt es ganz häufig, dass eben Blumenbilder, schöne Bilder entstehen und manchmal die Frage kommt, aber dir geht's doch so schlecht und jetzt malst du Blumenbilder? Ja, gerade jetzt male ich ein Blumenbild, weil eben etwas in mir sozusagen ist, worauf ich Lust habe, woran ich Spaß habe. Oder eben Kunst schaffen kann verwendet werden, um die vertrauten Rollen beizubehalten und es dem Patienten zu ermöglichen, sich weiterhin als ganze Person zu verstehen. Ich bin eben nicht nur krank, sondern ich bin immer noch die Person, die ich war und möchte auch gerne so gesehen werden. Und das ist auch etwas, was im Künstlerischen eben als Thema auftauchen kann. Das andere ist eben Transformation, also Veränderung von etwas, der früheren Identität auf positive und konstruktive Weise. Das heißt, auch da vorhin eben traue ich mir das nochmal zu, eine Reise zu machen, wo ich vorher eigentlich immer unsicher war oder vielleicht auch mutlos war und jetzt gerade mache ich das. Und es gibt viele Beispiele dafür, dass Menschen zum Beispiel anfangen, gerade in ihrer letzten Lebenszeit zu fotografieren und Gedichte zu schreiben oder einen Roman zu schreiben und. Weil sie plötzlich merken, das waren Dinge, die habe ich in meinem Leben eigentlich immer unterrepräsentiert. Und es kann vielleicht auch sein, ich repariere ein Motorrad oder irgend sowas. Also Momente, wo ich merke, das habe ich vernachlässigt und da will ich nochmal hinschauen oder anders hinschauen. Oder eine unheilbare Diagnose kann ein Ort der Offenbarung führen, bei der radikale Neubewertungen des Lebens auch entstehen. Und das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, dass manchmal entsteht, dass Partner zueinander sagen, jetzt ist es mir klar, du bist nicht die richtige Partnerin für mich oder umgekehrt. Und das möchte ich jetzt klären an der Stelle. Das heißt, Dinge auch, die vielleicht zu lange geschlummert haben und sich neu formulieren wollen. Also als eine Möglichkeit, sich zu verändern und auf neue Weise auf etwas zu schauen. All das hat mit Identität zu tun und ich glaube, dass gerade, oder habe das auch selber so erlebt, dass gerade in der Palliativmedizin oder der Hospizarbeit oft genau das die Dinge sind. Wenn die nicht klar sind, dann ist der Sterbeprozess manchmal umso schwerer. Wirklich loszulassen und zuzulassen, dass es jetzt zu Ende geht, hatte oft mit einem inneren Ringen zu tun, manchmal mit Fragen, eben die ganz tief mit Menschen verbunden sind. So, das zur Theorie. Und jetzt schauen wir mal in ein Patientenbeispiel miteinander. Ich bin autorisiert, darüber zu sprechen. Es war eine Patientin von mir. Ich habe das schriftlich, würde Sie bitten, die Bilder nicht zu fotografieren, die Sie gleich sehen werden, sondern sie einfach mal versuchen wahrzunehmen. Eine Patientin, 30 Jahre, verheiratet, keine Kinder. Selbst Ärztin, Kardiologin, mit einem ziemlich großen Leberzellkarzinom, entdifferenziert. Diagnose im Mai eines Jahres, entsprechende umfassende Operation und kam dann zu mir im September eines Jahres. Unbehandelt endet diese Diagnose nach einem halben Jahr rein statistisch gesehen mit dem Tod. Das wusste sie natürlich auch als Ärztin, womit sie es da zu tun hat. Ja, wer ist mir begegnet? Eine junge Frau, insgesamt sehr vital. Sie war ja, ich glaube, 4 Monate nach der OP, das hat man ihr überhaupt nicht angesehen, wirkt sehr offen, hat einen direkten, klaren Blick und Händedruck, ist auch im Gespräch sehr artikuliert, also alles so, es wirkte erstmal so nicht krank, ganz normal. Also eine junge, vitale Frau, der man das, aber es ist auch schon Teil der Geschichte, man hat es ihr nicht angesehen und es war ihr auch wichtig.
dass man ihr das nicht ansieht. Ist motiviert, etwas künstlerisch zu tun, hat zumindest keine schlechten Erfahrungen aus der Schulzeit, fragt nach, wenn sie etwas nicht verstanden hat, geht insgesamt sehr sorgsam mit dem Material um, sucht sich einen Arbeitsplatz abgewandt von der Gruppe. Ich habe zu der Zeit damals in Kleingruppen gearbeitet mit 4 Patienten, maximal 5. Habe die alle gleich eingeführt, also die hatten eine Material, sozusagen Vorstellung von mir bekommen. Und dann habe ich denen eigentlich nur gesagt, fangen Sie einfach an. Alles, was entsteht, ist vollkommen in Ordnung. Und dann ist schon interessant, eben, deswegen steht es da auch, wie nimmt jemand den Raum Platz? Sie hat sich sofort abgewandt von der Gruppe, hat so einen sozusagen Rückenkontakt gehabt, war ganz bei sich, ganz intensiv sozusagen im Gestalten und hat auch nicht den Kontakt zu mir gesucht. Und das ist ja auch ein wichtiger Hinweis, zu sagen, ich will jetzt erstmal was tun, und das hat sie auch gemacht. Im Gespräch, wir gucken uns gleich ein erstes Bild an, ist sie sehr offen, bereit, genau hinzuschauen, auch bei sich genau hinzuschauen, kann sich mit dem Bild identifizieren, also hat etwas von sich wahrgenommen und bringt es auch mit ihrer Persönlichkeit in Verbindung, stellt gleichzeitig aber keine hohen Ansprüche an eine künstlerische Leistung, was nicht selbstverständlich ist, sondern sie hat tatsächlich versuchen können, einfach mal sich auf das Erleben einzulassen. Das kann ich überspringen. Das ist das erste Bild. Das ist ein DIN A3 Format, so groß. Das sind Wasserfarben. Schauen wir einfach mal einen Moment. Fällt Ihnen was auf? Irgendetwas? Hell? Ja. Genau, es sind viele Gelbtöne, die auf jeden Fall hell sind, genau. Was noch? Ein Kreuz? Hier, ne? Das, genau. Da gibt es eine linke und eine rechte Seite. Ziemlich eindeutig, genau. Es gibt wenig Rot-Orange, das ist da nur unten in der Ecke. Es gibt viele Mischtöne zwischen diesem Blau und dem Gelb. Dadurch entstehen die ganzen Grüntöne. Ja. Ich selber sehe schon ein Kreuz, aber ich sehe da drin einen Stuhl, wo jemand drauf sitzt. Ah. Also der Stuhl ist hier. Da sitzt jemand? Der Stuhl, der nimmt das ganze Bild ein und das große Blaue ist eine Person, die da drauf sitzt. Ah, interessant, habe ich nie gesehen, aber ja, das ist warum Kunst. Nicht? Warum nicht? Wunderbar, alles gut, genau. Ich sehe keine Dinge, aber ich sehe starke Gefühle und sind aus meiner Sicht Komplementärfarben, also starker Ausdruck. Also ein ganz starker Kontrast. Ne? Blau-Gelb ist der höchste Kontrast, den wir in den Grundfarben haben. Ne? Da ist ganz viel an Ausdrucksexpressivität in der Farbe. Sie hat selbst dazu gesagt, ja, das kann ich machen. Ich bin ein sehr geradliniger Mensch, habe Symmetrien gern und behalte gern den Überblick. Die Menschen sehen in mir hauptsächlich die starke Seite. Oberärztin mit 30 auf einer kardiologischen Station. Das wird man nicht von selber mit 30. Also die weiß, was sie will, die weiß, wo sie hingeht und die kann sich durchsetzen. Und hat das als ein Teil von sich auch darin gespürt, zu sagen, so kann ich sein. So kann ich sein. Die Frage ist, will ich so sein? Oder wie will ich noch sein? Sie hat dann gesagt, ja, in der nächsten Stunde will ich, ihr Wort, emotionaler sein. Hat sich selber vorgenommen. Das haben wir nicht miteinander besprochen, sondern es war ihre Entscheidung, emotionaler zu sein. Haben Sie irgendeine Idee, was passieren könnte? Sie sagt, na so ein Bild, es ist mir zu rational, es ist zu geordnet, es ist zu sehr im Muster, es ist zu streng, es muss emotionaler werden. Also mehr in Kreisen oder mehr? Ja, das ist ja die Frage. Also die Form. Genau. Also das, was Sie als Emotion beschrieben haben in diesem starken Gelb-Blau-Kontrast, das hat sie gar nicht so als Emotion erlebt, sondern sie hat viel stärker sozusagen diese Strukturen erlebt, diese starke Trennung zwischen links, rechts. So, und das war für sie etwas, wo sie gesagt hat, nee, das will ich so nicht. Okay. Das war das zweite Bild.
ist was passiert, ne? Kann man so sehen. Also ich habe ihr dann nicht geraten, jetzt machen Sie es mal so oder so, sondern meine Aufgabe ist, das nennt man auch so im psychotherapeutischen, das zu halten. Ich schaffe dir einen Raum dafür, dass du darauf zugehen kannst, auf das, was du eben möchtest, ohne dir zu sagen, wo du hingehst. Und Sie können ja sehen, die Farbigkeit ist da. Das ist Ihre Farbigkeit in dem starken Gelb, in dem starken Blau, auch in dem starken Grün. Aber jetzt in der Form können Sie ja sehen, es kriegt eine wahnsinnige Dynamik. Wahnsinnig in Anführungsstrichen. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen, sowohl formal, aber natürlich auch figurativ. Es tauchen plötzlich Figuren auf, die sie nicht in dem Sinne beabsichtigt hat. Das kann man ganz schön sehen an der. Das ist ja jetzt, soll ja nicht Menschen in dem Sinne darstellen. Und doch hat das einfach ganz viel mit Bewegung und Raum zu tun. Sie sehen auch, es ist in die Senkrechte gegangen, raus aus der Waagerechten. Und das hat sie sehr berührt, weil sie auch gesagt hat, das habe ich ja gar nicht geplant. Das ist mir ja einfach passiert, aber es ist gut. Es ist einfach da, es ist ihr einfach passiert. So, dieser Weg sozusagen, es darf sich Gefühl deutlicher oder anders zeigen, hat sie mit in die dritte Stunde genommen und hat gesagt, okay, dann gehe ich damit weiter, das ist gut, weil das kann ich ja nicht planen. Das war so sinngemäß ihr Selbstauftrag. Und dann ist dieses Bild entstanden. Wieder horizontal, Sie merken, die Farben verändern sich. Es ist immer noch das Gelb da, es hat einen starken Wirbel auf der rechten Seite. Es gibt wieder diesen links jetzt durchs Rot, so eine Art Abtrennung nach links. Es geht bis ins Schwarz, da unten in diese Tangente, die da an diesen starken Grün-Gelb-Wirbel anschließt. Sie war sehr versunken in der Stunde und ist einfach gegangen. Und ich hatte so das Gefühl, komisch. Also hat schon Tschüss gesagt und war dann raus und kam aber am Vormittag des nächsten Tages wieder und sagte, ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, und dann hat sie mir erzählt, was nach dem Bild passiert ist. Sie ist dann in den Wald gegangen, weil sie das Gefühl hatte, sie muss laufen und hat sich verlaufen, Schwarzwald. Hat irgendwie den Weg nicht mehr gefunden und war sehr irritiert davon, weil sie eigentlich ein sehr kontrollierter und rationaler Mensch war. Jetzt verliere ich plötzlich den Weg und weiß nicht mehr, wohin. Und dann kam ein ganz starkes Gefühl bei ihr von, will ich das alles überhaupt? Will ich diesen Weg durch diese Behandlung weitergehen mit Bestrahlung und Chemo und was auch immer alles, oder will ich das nicht? Ich habe sie dann gefragt, ob sie suizidal ist. Sie hat es klar verneint, hat aber gesagt, ich als Ärztin, für mich ist das kein Problem, aber ich muss mich selbst fragen, was ich will an dieser Stelle. Und das fand ich sehr eindrucksvoll, dass sie zu mir gekommen ist und gesagt hat, es bewegt mich jetzt wirklich so stark, dass es für mich eine Frage ist, wie ich mit dieser Diagnose weiterleben will. Und da ist eben das alles, was ihr Muster war, aufgebrochen. Es hat nicht mehr gehalten in der Form und hat sie eben sehr herausgefordert, sich auch selbst damit zu konfrontieren oder das zuzulassen, so konfrontiert zu sein. Ja, ich habe dann natürlich auch mit dem Psychologen und dem Arzt gesprochen, gesagt, wie nehmt ihr sie denn wahr, was ist los? Und wir sehen gar nichts bei ihr, sie erzählt auch nichts, völlig. Nach außen ist sie die Starke, zeigt gar nichts, sondern es ist da aufgetaucht. Es gibt dann noch jetzt 3 weitere Arbeiten. Wenn Sie sich erinnern, es knüpft wieder ein bisschen an das zweite Bild an, es taucht wieder was Figuratives auf. Sie hat auch gesagt, komisch, keine Ahnung, was habe ich da eigentlich gemalt, sehr merkwürdig. Also hier so ein bisschen so eine tierhafte Form, hier auch, hier oben auch. Das hat sie, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, das hat sie an ihr Pferd erinnert. Eigentlich bin ich doch immer so gerne geritten und das war doch eigentlich schön, warum mache ich das eigentlich? Es taucht plötzlich so wieder so eine ganz andere Seite auf, von, ja, was mag ich eigentlich, was spricht mich an? Auch was tut mir denn eigentlich gut? Auch in dem Bild, darauf komme ich dann später auch nochmal, eine ganz starke, ich nenne es jetzt mal so, hat sie selber auch gesagt, mütterliche Geste, also von versorgt werden und Bedürfnis nach Nähe und nach Zuwendung und all dieses. Sie meint, das ist ja fast kitschig, das ist ja irgendwie fast kitschig, ganz eigentlich. Also ich war so, warum mache ich denn sowas? Und im letzten Bild, dann ist dieses entstanden.
da geht es dann wieder mehr um, naja, um Kraft, die sich trifft. Es ging vor allem um diese Stelle da in der Mitte. Was trifft da aufeinander und komme ich da durch? Also ein sehr intensiver, sehr ungewöhnlicher Prozess. Also das passiert in so einem Kontext nicht, in der Regel nicht so schnell, sondern hat oft längere Wege. Das war bei ihr sozusagen aus dem Stand. Und ich habe Ihnen das jetzt mitgebracht, weil es für mich auch eine sehr ungewöhnliche Geschichte ist, weil sie hat sich bei mir Jahre später gemeldet. Sie hat mich im Internet gesucht und hat sich bei mir eine ganze Weile später gemeldet und hat gesagt, ich möchte Ihnen gerne was erzählen. Und das sind jetzt Zitate, Auszüge, die ich Ihnen mitbringe. Ich war eine ihrer 4 Patientinnen. Sie werden sich kaum an mich erinnern, was weiter nicht schlimm ist. Aber sie wollte mir was erzählen. Meine Prognose war schlecht. Wie so viele andere auch, verlor ich den Halt und stürzte buchstäblich ab ins Bodenlose. Das war ihr Selbsterleben, in dem sie sozusagen ansatzweise auch berichten konnte oder das Bild ihr zumindest einen Hinweis dafür gab, dass es darum ging. Ich war nicht in der Lage zu begreifen oder gar in Worte zu fassen, was mit mir passierte. Nach über einem Dutzend Bauchoperationen und vielen Komplikationen und einer Begegnung mit dem Tod ist meine Tochter so alt, um sich an ihre Mutter zu erinnern. Und das war das Motiv. Sie wollte, dass sich ihre Tochter an sie erinnert. Ich hatte Zeit, meinen Weg zu finden. Ich habe meinen Frieden gefunden. Außerdem habe ich auf wundersame Weise meine Worte wiedergefunden. Worte, um zu beschreiben und um mich mitzuteilen. Das ist mit ihr Verdienst. Deshalb schicke ich Ihnen ein Gedicht, welches nun lange Zeit danach entstand. Und das ist das Gedicht, was ich Ihnen jetzt vorlesen werde, auch zum Abschluss, was sie mir eben unaufgefordert nach einer längeren Zeit und dieser Erfahrung geschickt hat. Wenn ich 1000 Tränen weine, denk an Grauen, Leid und Pein, das Wasser dunkel, tief, bedrohlich, ist das wahr? Kann ich das sein? Wenn ich 1000 Tränen weine, ergreift mich Frust, die blanke Wut. Wellen schlagen hoch zusammen, aufgepeitscht von Zornesglut. Wenn ich 1000 Fragen stelle, sie schleudere in den Wind hinaus, fordere die Antworten im Großen, verstehe nichts, der Sturm, der braust. Wenn erschöpft von 1000 Gedanken, ich still am Ufer stehe, und sehe, lausche, spüre, atme. Wie kann das sein? Da ist ein See. Wenn ich Freudentränen weine, weil ich das Leben spüren kann, Wasserkräusel, laue Brise, jetzt zieht es mich in seinen Bann. Wenn ich Freudentränen weine, dann, weil ich nicht verstehen muss. Gewitterwolken, Möwen schreien, die Hoffnung bleibt nicht der Verdruss. Im spiegelglatten Wasser Berge, der Gipfel hoch, die Luft glasklar. Die Morgensonne rauscht in Farben, die Vorfreude, der Tag ist da. Umspannt von meinen Flügeln weit, der See, das Licht, was kommen mag, weiß, 1000 Jahre werd ich noch leben, so flieg ich in den neuen Tag. Das hat sie mir geschickt 2 Monate vor ihrem Tod. Ja, insofern, so habe ich meinen Vortrag hier betitelt, jetzt im Nachklang geht es um die Räume, die Freiräume für das Schöne, umspannt von meinen Flügeln weit. Ich konnte sie nicht noch mal sehen, ich habe noch ein langes Interview mit dem Ehemann geführt, der mir dann erzählt hat von ihrer Geschichte, sodass ich zumindest im Ansatz, glaube ich, verstehen konnte, was ihr Weg war. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da sind wir jetzt einfach mal einen Moment still. Es ist ja eine ungeheuerliche Geschichte. Und Sie haben sie uns so toll erzählt. Vielen herzlichen Dank dafür. Gibt es Fragen? Da hinten. Ich komme dann zu Ihrer Rechten, weil ja, dann kann ich Ihnen. Gerne. Sie haben bei der Biografie am Anfang gesagt, dass Sie verheiratet und keine Kinder
Und am Ende hatte sie Kinder. Hat sie dann nach der OP und so? Ah, okay. Das ist die Besonderheit an der Geschichte. Ja. Und auch wenn ich vielleicht von dem Gedicht gelernt habe, dass es gar nicht wichtig ist, aber ich frage es aus Neugierde trotzdem, wie alt ist sie ungefähr geworden, wenn sie 30 war, als sie zu Ihnen kam? 39. 39. Nein. 36, Entschuldigung. Also hatte sie 6 Jahre von... Ja, 36. Und da hat sie alles gemacht. Ja. Ein Leben in 6 Jahren. Ja. Ja, bitte. Warten Sie aufs Mikrofon, es kommt gleich. Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar war ich in Ihrem Vortrag an einer Stelle etwas überrascht, als Sie die Bilder Ihrer Klientin gezeigt haben und in den Raum gefragt haben, was wir darin sehen. Weil ich arbeite auch kunsttherapeutisch und einer meiner Hauptgrundsätze ist, dass niemand von außen was in die Arbeiten reininterpretiert, sondern dass nur derjenige, der es angefertigt hat, auch was dazu sagen darf. Ja. Und manchmal ist es auch dann was wirklich völlig anderes, als was der Außenstehende reininterpretieren würde. Aber Gültigkeit hat eben nur das, was der Klient sagt, was er da gemalt oder gemacht hat. Ja, schön, dass Sie so nachfragen auch, kann ich auch gut verstehen. Wenn ich es richtig erinnere, habe ich Sie das nur einmal gefragt, ganz am Anfang, beim ersten Bild. Und ansonsten hat die Patientin immer das gesagt oder ich habe versucht, das zu zitieren. Für mich war es der Anknüpfungspunkt, es wirklich so zu verstehen, wie ich Ihnen die anderen Bilder auch gezeigt habe, wie den Wagenlenker von Delphi. Also es ist für mich, ich sage es mal so, auf der genau gleichen Ebene. Ich sehe darin überhaupt gar keinen Unterschied. Und ich glaube, dass wir uns in so einem Rahmen, und die Patientin hat mich autorisiert, und ich habe auch gesagt, ich werde darüber sprechen, sozusagen mir die Möglichkeit gegeben hat, es so zu nehmen, aber nicht als sozusagen ausschließlich therapeutisches Bild, sondern als Aufforderung, auch in der Wahrnehmung zu gehen, ohne dass es darum geht zu sagen, ja, ist das richtig oder falsch, sondern diese Brücke zu schlagen. Deswegen habe ich das nur einmal und am Anfang gemacht. Ich glaube, wir konnten es auf die Art und Weise einfach besser verstehen. Jetzt ist da hinten noch eine und vorne wäre auch noch eine zweite Meldung. Ich wollte eher eine Beobachtung teilen, dass ich nämlich auch im Zusammenhang mit dem vorherigen Vortrag jetzt doch auch sehe, wie stark dieses Bedürfnis am Lebensende nach Kommunikation ist. Und ich fand das sehr schön, wie Sie mit den Mitteln der Kunst und gerade bei dieser Patientin gezeigt haben, die haben da die Worte gefehlt. Das war einfach zu überwältigend, das war zu viel. Die Worte waren auch vielleicht zu rational. Das ist ja doch eine andere Abstraktionsebene, wenn wir uns der Worte bedienen. Und dass Sie über die Kunst, über diese intuitiven Bilder, vielleicht auch gerade, weil sie keine Ausbildung eben in dem Bereich hatte, eine Möglichkeit hatte, sich mitzuteilen. Und für mich jetzt auch nochmal anknüpfend an diese therapeutische Haltung, die Frage, wie würden Sie da auch nochmal in ein Gespräch gehen? Also weil, was ja jetzt hier auch eine Rolle spielt, ist doch eben das, wie wir als kommunikatives, aufmerksames Gegenüber das wahrnehmen. Ja. Und wir authentischerweise können wir ja nicht in die Rolle des Therapeuten schlüpfen, wo wir dann nur zuhören. Also was heißt nur zuhören? Also, Sie verstehen mich richtig, ja, aktiv zuhören. Ja, klar. Und was wäre da noch vielleicht eine Möglichkeit, die Sie sehen, das für uns einzusetzen, wenn vielleicht auch jemand diese Fragen, die wir vorher hatten, dieses Würde-Interview, ja, nicht beantworten kann oder will? Ja. Ja, ich glaube, man hat es in den Ausführungen ja gemerkt, oder vielen Dank für die Frage. Auch das ist keine einfache Frage und es ist auch keine einfache Antwort darauf zu geben. Aber jetzt, wie von dem Vortrag von meiner Kollegin vorab, ist es ja schon die Frage, gebe ich dem Raum, also begegne ich dem Menschen in seiner Situation so, dass ich nicht zeitlich getrieben bin, dass ich mich erstmal ihm auch sozusagen öffne und ihm Raum gebe, sich, und ich nenne es nochmal bewusst so, sich zu zeigen. Und da hat manchmal, oder habe ich zumindest erlebt, oft auch das Schweigen einen ganz großen Platz. Also ich muss nicht immer was sagen,
um jemanden zu begleiten, sondern ich kann auch einfach mal nur da sein. Da ist dann ein Gespräch auf einer ganz anderen Ebene. Und ich glaube auch, oder habe es auch so erlebt, dass auch jeder in seiner Profession, ich sage mal, an Grenzen kommen kann, ich auch. Und dann zu spüren, ja, wie gehen wir denn in dem Team miteinander um? Also auch dann zu fragen, Mensch, wer in dem Team hat denn gerade einen guten Kontakt zu demjenigen? Wer kommt in ein Gespräch? Und manchmal ist es mehr die Pflege als der Arzt oder vielleicht die Psychotherapeutin. Und dann ist das auch gut. Und ich glaube, das ist das Tolle oder das Richtige, auch in der Institution mit Kollegen zu sein und sich so abzusprechen, zu spüren, wer kann das gerade, ich sag's mal so, tragen, mit demjenigen ins Gespräch und in die Begleitung zu gehen. Und da gibt es halt dann leider nicht die eine Antwort im Sinne von, dann machen wir es halt so, sondern es ist eher die Frage, wo steht derjenige gerade, wer hat den besten Kontakt oder wer möchte das gerne auch mit übernehmen. Also ich habe jetzt drumherum geantwortet, ist mir schon bewusst. Da war noch eine einzige Frage und für eine einzige kleine Frage hätten wir noch Zeit. Noch ein Stückchen in die Richtung. Werden Sie Ihre Hand noch mal heben? Ja. Das ist jetzt eigentlich keine Frage, sondern einfach nur eine Wortmeldung, weil es mich einfach sehr tief berührt hat. Und es heißt ja immer, die Schönheit liegt im Blick des Betrachters. Daher ist es total unwichtig, was jeder Einzelne hier in diesem Bild sieht, denn Sie alleine weiß es und es ist genug. Aber ich möchte noch mal zum vorherigen Vortrag auch anknüpfen. Mir ist hier unwahrscheinlich viel Würde auch rausgekommen und das Vermächtnis, das Sie jetzt sowohl durch Ihre Bilder als auch durch die Worte für sich einfach gefunden hat und was geblieben ist. Und ja, das fand ich jetzt eigentlich für mich sehr berührend, eben, dass man die Würde hier auch so gespürt hat aus den Bildern raus, die sie für sich selber gefunden hat. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, das ist eine, ich sag mal, so eine echte Hinterlassenschaft. Ja, das ist es so. Wirklich. Ganz großartig. Ich sage vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Harald Gruber. Gerne.